Levatuhira kreist die ganz ordentlich und heit die Welkom zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Von nun lese ich 1. Petrus, das 5. Kapitel, der Verse 5 bis 7. Und ihr ruht so auch die jungen Glieder, schickt jünd zu jünen Ältestas. Ihr soll alle einmal reit sein, jünd ungeren Onda in Demut zu deinen. Gott es jen der Stalte, ob er Demut geschenkt hei, zur rechten Zeit genug. Demüt dich jünd, und ja, Gott seine Gewalt gehund, dann wird er jünd abrechten. Schmied alle jüne Säure ab am, er sei für jünd. So, das ist ein großer Aufschnitt über die Demut. Demut ist eine Abguf von jeder Gläubigen. Einmal habe ich dort ein bisschen falsch verstanden, wie ich glaube, demütig zu sein als eine Person, die vielleicht trägtragend ist, sei ja, schön ist, nie nicht sich wird, irgendwo zu sein oder so steht in dem Sinn. Aber die Wirklichkeit ist, Demut ist, was ganz anderes. Die kann in einer Person sein, die sehr reich ist an materiellen Gütern. Die kann in einer Person sein, die sehr arm ist an materiellen Gütern. Die kann in einer Person sein, die sehr berühmt ist. Und die kann auch in einer Person sein, die nicht berühmt ist. Den sein Stand oder den sein Status, sozialer Status, der mag nicht aus sein, ob eine Person demütig ist oder nicht. Demütig zu sein, es wird sehr groß, und wenn ein Christ, ein Gläubiger demütig ist, dann wird sein Zeugnis ein starkes Zeugnis für Jesus sein. Demüt, dadurch wird ein Zeugnis von einem Mensch stark gemacht und wird er noch angenehm gemacht wie andere Menschen. So, das Erste, was der Apostel hier sagt, dort soll sich selber der Älteste ungedun machen. Das sagt er der Jüngere. Die Idee ist dabei, dort einfach die Gemeindeglieder sich unter der Leiterschaft und der Ältestenschaft ungedun machen sollen. Oder ab und harken sollen. Das meint nicht unbedingt, dass der Älteste mal der Älteste sein in der Gemeinde. Das meint einfach unter der Leiterschaft. Weil der Älteste hat der Abgabe nur die Gemeinde zu checken, nur die Herde zu checken, nicht mit Macht, nicht mit Gewalt, nicht mit Dominanz, sondern in Demut und mit einem guten Beispiel. Der Älteste hat eine große Abgabe, aus einem guten Beispiel vorabzugehen. So, und dann, als Zweites sagt er, dass wir uns alle einer den anderen ungedun machen sollen. Stellt euch mal vor, die gute Atmosphäre, die dort in eine Gesellschaft gibt, in eine Gemeinde besonders, wo Menschen fähig sind, sich einer dem anderen ungedun zu machen. Nur dem zu horchen, ab den Ende zu gehen und in Demut mit einem anderen Amt zu gehen. Die Bibel sagt, wir sollen uns mit Demut antreiben oder ewig tun machen, so wie ein Kleid antreiben, so uns mit Demut übertragen. Dort ist dort, was der Herr Jesus tut. Dort ist dort, was er tut, als er aus dem Himmel kam. Der Herr, der Gott, der Schöpfer, über alles. Und er kam auf diese Erde und mögt sich den Menschen glücklich. Er trägt sich, übertragt sich mit Demut. Er hat niemals seine Macht, die in über den Menschen gebrückt, sondern er tut sich den Glückstahlen. Am Ende halten, am Ende erlesen. Und dadurch wird auch die Demut im christlichen Sinn meint, indem dort wir fähig sind, uns mit den anderen Glück zu stahlen oder eben uns unter dem zu stahlen, am Amt zu dienen, so ist der Herr Jesus der Teil. Wir sollen nicht bloß uns beten am Demut oder in dem Sinn, sondern die Idee ist dort wie in Demut handeln. Dadurch einfach dort wird von uns erwartet wird, auch den Christ in Demut handeln wird. So dass er nicht so mal das Bet Herr schenkt mit Demut und dann über Tag doch kriegt so wieder jetzt, als was er gewarnt ist, indem dort er andere Personen raufcheckt auf andere Personen, dort er sich hecher fällt als andere Personen, dort er andere Personen diskriminiert oder irgendwas in dem Sinn schlechte Gedanken hat über andere, sondern dort er in Demut
wirklich unter der Todes hier, der Gott wahrer steht, dem der hochmütig ist. Gottes Reit allem zu halten, aber wie kann es sicher sein, dass Gott wahrer steht, dem der hochmütig ist. So ein Bibelutleiher hat mal gesagt, der Hochmut, der wird Gott seine ganze Herrsmacht mobilisieren. Da meint er, wahrer steht ihm. Und da ist auch dort, was wirklich so ist, wie es Gott, was keinen hochmütigen Mensch halb. Er sagt, er ist bei den Jansen, die ihn verbrücknet, in den geschlagenen Geist haben. Und verbrücknet hat er in einen geschlagenen Geist. Das meint, sondern der sich für Gott demütigen, deren eine sind erkennen und nicht auf andere Rechte tun. So, der dritte sagt dann, dass wir uns unter Gott sehen, ihr wollt, ihr habt demütig sein. Erstens unsere Ältesten, Leiter von der Gemeinde, zweitens einer unter dem anderen und drittens unter Gott seine Gewalt, die Hand. So, wenn wir dort tun, dann wird Gott uns zu seiner Zeit abrechten. Da meint er, wird uns halben. Und wenn wir uns unter Gott seine Demütige die Hand stahlen tun, dann sind wir auch fähig, unsere Sorge und unsere Angst, Ängste, in alles, was uns bedrängt, ab an zu schmieden. Sie erfahren, da wir dort nicht unsere Sorgen und unsere Ängste ab Gott schmieden, wie wir glauben, wie wir das selbst schaffen. Dort ist in Wirklichkeit ein großer Stalt. Aber wenn wir vertrauensvoll die Sache in Gott sein hängen und uns unten am Stahlen, dann ist er da, uns zur rechten Zeit abzurechten und zu halten. Und dort ist, was wir uns würden wünschen. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns gut bist. Und du hast uns ein Beispiel gelassen, in dem, dass du den einzigen Sehen geschickt hast, ob diese Erde, um die der Menschen Glück zu stahlen und in ihren verlorenen Zustand zu halten. Lehre uns wahre Demut und lehre uns, demütig zu handeln. Amen.